So, ich möchte euch mal einmal kurz zeigen, wie ich die Szenen aufgeteilt habe. Und zwar, Szene 1 ist nur das Klavier. Szene 2 ist links Streicher mit Klavier. Rechts Klavier. Szene 3 ist links Streicher mit Klavier, rechts Klavier und Streicher. Und in jeder dieser drei Szenen kann ich mit dem Super-Knopf die Voice reinschalten. Wenn ich jetzt die Szene wechsle, ist der Super-Knopf natürlich wieder aus. Deswegen habe ich mir auf den Szenen 5, 6, 7 das gleiche wie auf den Szenen 1, 2, 3 nochmal gelegt, allerdings mit aktiviertem Voice-Super-Knopf.